EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Gerd von Bassewitz, Peterchens Mondfahrt. Heute Kapitel 12: Der Kampf mit dem Mondmann. Auf dem Monde war eigentlich alles sonderbar und wunderlich. Aber auf dem Gipfel des Mondberges war es doch am allerseltsamsten. Bäume standen da, die gar nicht wie Bäume, sondern wie Baumgespenster aussahen. Grau-weiß waren sie und ganz gebeugt unter der Last einer uralten Asche, die wohl einst nach großen Stürmen auf dem Monde wie Schnee auf ihre Zweige niedergefallen sein mochte. Jeder Baum warf einen langen Schatten. Pechschwarz, gleich dicken Tintenstrichen, lagen diese Schatten auf dem geistergrauen Boden und sahen sehr unheimlich aus. Hin und wieder standen große grünliche Pilze, die gewiss sehr giftig waren, zwischen den Wurzeln der Gespensterbäume, und uralter, eisgrauer Schimmel hatte alle Steine am Boden dick überzogen. Kein Ton war zu hören, kein Vogelsang, kein Lufthauch regte einen Zweig in diesem toten Walde. Eisekalt war es und grabesstill ringsum. Die Kinder hätten sich gewiss sehr gefürchtet, wenn sie Zeit dazu gehabt hätten. Aber sie hatten so viel zu tun mit dem Suchen nach dem Maikäferbeinchen, dass sie gar nicht merkten, wie unheimlich es eigentlich hier oben war. Man fürchtet sich wirklich nur, wenn man nichts zu tun hat. Das hatten sie jetzt schon öfter gemerkt. Sie froren nicht einmal, trotzdem sie doch nur in ihrem Nachthemdchen waren. So emsig sprangen sie von einem Baume zum anderen und suchten nach der Birke mit dem Beinchen. »Hurra!« schrie Peterchen plötzlich. »Da hängt das Beinchen! Ich sehe es! Ich sehe es!« Und richtig. In der Mitte eines kleinen, mit Mondstaub und Schimmel überzogenen Platzes stand einsam ein Bäumchen, das wirklich aussah wie eine tief zugeschneite kleine Birke. Im Stamm dieser Birke steckte ein langer, rostiger Nagel, und an einem roten Bändchen hing daran ein einzelnes Maikäferbeinchen, totenstill in der dunklen Luft. Hell auf jubelten die Kinder, und selbst den Sumsemann, dem das Maikäferherz schon wieder beim Anblick dieses unheimlichen Waldes in das unterste Rockschlippchenende gerutscht war, packte die Freude bei dieser Entdeckung so, daß er die Flügel entfaltete und selig zu brummen anfing und den Kindern noch vorausfliegen wollte, trotzdem sie so schnell liefen, als sie konnten. Da ereignete sich etwas Unerwartetes. Hinter einem großen Stein, der neben der Birke lag, sprang plötzlich der Mondmann zähnefletschend und brüllend hervor. Die Kinder blieben auf der Stelle stehen und faßten sich bei der Hand. Greulich sah der Mondmann aus. Riesengroß war er, hatte ein graues, verhungertes Gesicht, so voller Falten und Runzeln wie ein alter Stiefel. Schauderhaft hässlich war sein Mund. Eine Schnauze war es fast, mit langen gelben Zähnen. Um seinen Kopf starrte verfilztes, schmutziges Haar, und der Bart hing in wüsten Zotteln auf seine lange, eisgraue Kutte. Auf dem Rücken baumelte ihm an einem Strick ein großes Reisigbündel, und in der einen Hand trug er eine mächtige, blanke Axt. So stand er vor den kleinen, mutigen Hemdenmetzen. Mutig waren sie. Das muss man sagen, denn trotzdem sie einen tüchtigen Schrecken bekommen haben, nahmen sie nicht reiß aus, wie das gewiss viele andere Kinder getan hätten, sondern blieben tapfer stehen. Peterchen machte sogar eine schöne Verbeugung und, obwohl ihm das Herz gewaltig klopfte, fragte er den wilden Mann höflich, ob er hier oben wohl ein Maikäferbeinchen in Verwahrung habe. Der Mondmann fletschte die gelben Zähne und brüllte: »Was wollt ihr, winzigen Würmer hier? Was wollt ihr in meinem Waldrevier? Ein Maikäferbein, ein Maikäferbein, soll hier auf meinem Mondberg sein?« Peterchen erzählte ihm nun unerschrocken alles, was er von der Beinchengeschichte wußte, und Anneliese nickte immer zur Bestätigung mit dem Kopfe, denn sprechen konnte sie nicht vor Herzklopfen. Der Mondmann aber stand dabei grimmig grinsend vor ihnen, schaukelte immer von einem Bein auf das andere und schnüffelte mit seiner Schnauze nach den kleinen Äpfelchen, die sie bei sich hatten.
Als Peterchen ihn dann am Schluss seiner Erzählung bat, das Beinchen herzugeben, fauchte er: »Du bittest mich sehr, was gibst du mir, wenn ich es dir gebe, denn wieder dafür?« Anneliese hielt ihm schnell ihr letztes Äpfelchen hin. Raps hatte er es gefressen und schnüffelte nach Peterchens Körbchen, in dem auch noch einiges übrig war. Höflich gab es Peterchen, und fort war's. Und während der Unhold noch diesen zweiten Apfelschmatzen verschlang, roch er schon die Pfefferkuchen, die der Weihnachtsmann ihnen mit auf die Reise gegeben hatte. Gierig wollte er sie haben. Es war gewiß für die Kinder ein schwerer Entschluss, aber sie gaben ihm auch die schönen Pfefferkuchen. Man mußte sich wirklich ekeln und entsetzen, denn mit dem bunten Einwickelpapier und dem Bindfaden fraß der wüste Mann die Päckchen wie ein Ochse, der Heu frisst. Währenddessen aber schielten seine grünen Augen schon nach dem Hampelmann, den Peterchen unter dem Arm hatte. Er wollte ihn durchaus haben, und als Peterchen ihn zögernd reichte, nein, das war wirklich toll, da biss er ihn mitten durch und schluckte ihn herunter, etwa wie unser einer eine Erdbeere. Peterchen war noch ganz starr von dem Schreck über diesen Hunger. Da griff der Mondmann schon nach Annelieses Püppchen. Das war nun sehr schlimm. Anneliese wollte ihr Püppchen durchaus nicht hergeben und fing bitterlich zu weinen an. Immer her mit dem Puppenkind, sonst geb ich das Beinchen nicht raus. Geschwind, brüllte der wilde Mann. Ja, um den Preis mußte auch das liebe kleine Püppchen geopfert werden. Es war furchtbar. Anneliese hielt sich beide Augen fest zu und weinte schrecklich, als er ihm den Kopf abbiß, daß die Porzellansplitter nur so knisterten zwischen seinen scheußlichen Zähnen. Nicht einmal in die Schnauze schnitt er sich dabei. Das hatte sie nämlich im Stillen gehofft. Dann war auch dies Püppchen verschlungen, das letzte, was sie hatten. Der Mondmann strich sich den Bauch, leckte sich die Schnauze vor Behagen. Die Kinder aber dachten, nun ist er zufrieden und gibt uns endlich das Beinchen heraus, denn es hatte ihm doch alles, auch das Porzellanköpfchen vom Püppchen und der Sägespäneleib vom Hampelmann, prächtig geschmeckt. Nein, der Unhold lief schon wieder schnüffelnd herum, als hätte er immer noch nicht genug. Das war doch eigentlich toll. Peterchen war sehr entrüstet über solche Gierigkeit und Unbescheidenheit und verlangte jetzt energisch das Beinchen, denn Äpfelchen, Pfefferkuchen, Hampelmann und Püppchen waren gewiß ein sehr ansehnlicher Kaufpreis. Die Kinder hatten nichts mehr zu verschenken. Mit glimmrigen Augen guckte der Mondmann sie an, von oben bis unten, zog langsam ein riesenlanges Messer aus seinem Kittel, wetzte es sorgfältig an einem großen Stein vor ihnen und schmunzelte und schmatzte dazu vor sich hin. »Zwei Menschlein kamen zu mir herauf, mit Haut und Haaren fress ich sie auf. Tausend Jahr habe ich nichts gegessen, tausend Menschen könnte ich fressen.« »Schlachten will ich sie, langsam braten, am Spieß, sie werden mir wohl geraten. Ich lass sie backen 100 Stunden, dann sollen mir ihre Gliederlein munden.« Und damit wollte er sich auf die Kinder stürzen. Was sollten sie nun tun? Anneliese klammerte sich an Peterchen, und dieser zog mutig sein kleines Holzschwert. Niemand konnte denken, daß der kleine Junge damit den wilden Menschenfresser besiegen würde, aber in diesem Augenblick, als er das Schwert hob, geschah etwas ganz Unerwartetes. Pechfinster wurde es, ein lohender Blitz zuckte, und mit himmelerschütterndem Donnerschlag sprang der Donnermann aus der Weltnacht auf den Berggipfel, stürzte sich auf den Mondmann, schlug ihn krach, krach, krach über den Kopf und stieß ihn mit einem so fürchterlichen Fußtritt vor den Bauch, daß der widerwärtige Menschenfresser wie ein Sack auf dem Boden herumkollerte. Dann war der Donnermann wieder in der Nacht verschwunden, und nur ein fernes Rollen hörte man noch, das bald verklang. So schnell war das alles geschehen, daß die Kinder kaum Zeit hatten, es richtig zu begreifen. »O weh, mein Bauch, o weh, mein Bein, verfluchte Pein, verfluchte Pein«, schrie der Mondmann und wälzte sich auf dem Boden zwischen den Bäumen herum. Fast mußten die Kinder lachen, so sonderbare Verrenkungen machte er dabei.
Er hatte so furchtbare Hiebe bekommen, dass er sich vor Schmerzen bog wie eine Riesenmade. Trotzdem versuchte er wieder auf die Beine zu kommen und schnaufte: »Das war der Donnermann, ihr Kröten, ihr habt ihm wohl um Schutz gebeten. Soll euch aber donnern und blitzen vor meinem Grimm und Hunger nicht schützen. Ich schlachte euch doch und brate mir fein all eure weißen Gliederlein.« Da kam er auch schon hoch, griff nach dem Messer und wollte sich zum zweiten Mal auf die Kinder stürzen. Peterchen hob sofort wieder sein Schwert gegen ihn, und als habe er auf dieses Kommando des kleinen Jungen nur gewartet, tauchte jetzt mit weit geblähten Backen der dicke Wassermann aus der Tiefe auf. Ehe sich der Mondmann recht besonnen hatte, schoss ihm aus dem breiten Froschmaul des Wassermanns ein eiskalter Wasserstrahl mit solcher Gewalt mitten ins Gesicht, dass er sich nach hinten überschlug und zum zweiten Mal am Boden herumwälzte. Er wollte natürlich brüllen, aber kaum riss er die Schnauze auf, zisch, fuhr ihm der Wasserstrahl hinein, so dass er nur glucksen und prusten konnte, und nicht eher hörte der Wassermann zu spritzen auf, bis der Mondmann triefend von dem eiskalten Wasser wie ein Toter dalag. Dann sagte er befriedigt ein paar Mal »Blubbermax«, nickte den Kindern gutmütig zu und versank wieder. Diesmal war es wirklich so komisch gewesen, als der Mondmann umgespritzt wurde und immer nur prusten und glucksen konnte, wenn er brüllen wollte, dass selbst Anneliese lachen musste. Überhaupt waren beide Kinder jetzt schon viel beherzter als zuerst, nachdem sie erfahren hatten, wie die guten Naturkräfte ihnen treuen Beistand leisteten, wenn es sehr gefährlich wurde. Darum gingen sie nun auch ganz ruhig ein Stückchen näher an den umgespritzten Menschenfresser, um ihn sich zu begucken. Da lag er, nass wie ein Pudel, aber doch noch nicht ganz leblos, denn von Zeit zu Zeit schnaufte er. Peterchen dachte einen Augenblick, man könnte nun wohl das Beinchen holen, aber da bewegte sich der wüste Riese schon wieder. Er kollerte ein paar Mal herum, vorwärts und rückwärts, und keuchte: »Hat er mich auch halbtot gespritzt? Es hat euch Kröten doch nichts genützt. Ich komm schon hoch, ich will mich schon rappeln. Ihr sollt mir dennoch am Bratspieß zappeln.« Da war er auch schon wieder auf den Beinen und taumelte auf sie zu. »Trotz Donnerbrummen und Wasserspritzen sollt ihr brutzeln und braten und knusprig schwitzen«, brüllte er und schwang mit einem greulichen Grunzen das Messer. Jetzt hob Peterchen zum dritten Male sein kleines Holzschwert, und zum dritten Male geschah etwas für den Mondmann ganz Unerwartetes. Rauschend fuhr es aus der Höhe herunter mit pechschwarzen riesigen Flügeln. Über den Mondberg hin ging ein Wirbelwind, daß sich die grauen Bäume, die so tot und unbeweglich gestanden hatten, knisternd bogen, gleich Grashälmchen auf einer Wiese. Was war das? Der Sturmriese kam den Kindern zur Hilfe. Mit seinen mächtigen Fäusten riss er im Walde den dicksten Baum aus dem Boden, warf ihn krachend über den Mondmann und war im Nu wieder fort, wie er im Nu gekommen war. Das ging wieder so schnell, dass man sich kaum darüber besinnen konnte, und die Kinder merkten erst richtig, was geschehen war, als sie den Mondmann jetzt wie einen geprügelten Riesenhund vor Wut und Schmerz aufheulen hörten. Unter dem Baumstamm lag er festgeklemmt auf dem Boden, konnte sich nicht rühren und brüllte so fürchterlich, dass der ganze Berg davon zitterte. Peter hatte jetzt natürlich einen gewaltigen Mut. Er wußte, daß auf sein Kommando die großen Naturgewalten herbeikamen. So ging er unverzagt, sein kleines Schwert in der Hand, ganz dicht an den gefangenen Unhold heran und sagte: »Siehst du, Mondmann, das kommt davon, dass du das Beinchen nicht herausgeben und uns auffressen wolltest, trotzdem wir dir doch schon so viel zu essen gegeben hatten. Nun bist du gefangen und kannst nichts machen, und wir holen das Beinchen und lachen.« Anneliese aber machte ihm eine lange Nase und sagte: »Ätsch!« Man kann sich wohl denken, wie das den Mondmann ärgerte. Er pfiff vor Wut wie ein verrostetes Türschloss, spuckte nach den Kindern und fletschte die Zähne. »Oh, wenn auch Feuer, Wasser und Wind mit euch im Bunde gegen mich sind. Wartet nur, wartet, ich will mich schon rächen, euch freche Wichte noch spießen und stechen.
So fauchte er und zerrte dabei wütend an dem Baum, unter dem er festgeklemmt lag. Furchtbar stark mußte er sein, denn wirklich bewegte sich der dicke Stamm über ihm von seinem wütenden Rütteln so, daß Peterchen schnell zurücksprang. Es war auch die höchste Zeit gewesen. Krick, krack, brachen ein paar Äste. Der Baum rollte schwerfällig herum und der Mondmann kam frei. Dicken Schaum hatte er vor Grimm an der Schnauze. »Jetzt ist es mit eurer Frechheit vorbei. Jetzt hau ich euch mit der Axt entzwei. Jetzt stampf ich euch zu Mus und Brei.« So heulte er, griff nach seiner mächtigen blanken Axt, da ihm das Messer vom Sturmriesen zerbrochen worden war, und stürzte vorwärts. Peterchen hob wieder sein Schwert, aber im Augenblick hatte der Mondmann es ihm aus der Hand geschlagen. Da rief Anneliese plötzlich ganz laut, »Sternchen, Sternchen, kommt herbei!« Die Kinder wären ganz gewiß verloren gewesen, wenn Annelieschen nicht gerufen hätte, denn Peterchen war im Augenblick so erschreckt, daß er nicht wußte, was er tun sollte. Auf Annelieses hellen Ruf aber geschah jetzt das Wunderbarste. Ein weißes Leuchten ging vom Himmel nieder, und neben den Kindern standen, in einer Geschwindigkeit, die man nicht ausdenken kann, ihre beiden Sternchen mit gegen den Mondmann hoch erhobenen Händen. Blendendes Licht strahlte von diesen Händen gegen die weit aufgerissenen Augen des Unholdes, als er eben die Kinder packen wollte. Er stutzte, als sei er mit einem Hammer vor den Schädel geschlagen, taumelte zurück, ließ die Axt fallen und fuhr sich mit beiden Händen an die Augen. »Na nu, was ist das? Bin ich blind? Ich sehe nicht mehr, wo die Kröten sind. Ich kann sie nicht finden. Ich kann sie nicht sehen.« keuchte er, tappte tollpatschig im Walde herum und stieß immerfort, weil er vollkommen geblendet war, mit seinem dicken Kopf an die Bäume und Felsen. »Au!« brüllte er jedes Mal und torkelte weiter. »Hier müssen Sie sein, dort müssen Sie stehen!« schnaufte er und lief, bums, genau in der verkehrten Richtung, wieder gegen einen spitzen Felsen, daß ihm das Blut nur so herausspritzte. Aber trotz allem rappelte er sich wieder hoch und lief wie ein Besessener weiter. Schließlich hörten sie nur noch ganz fern, wie er schrie, »Ich fresse euch mit Haut und Haaren, Gezücht! Ihr entgeht mir nicht! Ihr entgeht mir nicht!« Die Kinder waren so erstaunt, dass sie gar nichts sagen konnten. Sie schmiegten sich nur ganz dicht an ihre Sternchen und waren sehr froh. Für einen Augenblick war es ganz still. Dann beugten sich die Sternchen liebreich, jedes über sein Kind, hauchten ihnen einen leisen Kuss ins Haar und sagten mit ihren silberreinen Stimmchen, macht schnell, verliert keine Zeit, lebt wohl, der Tag ist nicht mehr weit.« Und fort waren sie, wie sie gekommen waren, und die Kinder blieben allein. EA Productions